Die Westalpen sind für mich die spektakulärste Gegend in den Alpen. Die höchsten Gipfel, die tiefsten Schluchten, das türkisfarbenste Wasser, atemberaubende Straßen, Nervenkitzel pur und Kurven satt. Ein richtiges Motorradabenteuer. Also wenn du weiterhin noch mit Begeisterung Motorrad fahren willst, dann komm besser nicht hierher. Denn nach diesen Erlebnissen ist nichts mehr so, wie es mal war. Eigentlich können wir mit dem Hobby Motorradfahren einpacken. Das ist es jetzt gewesen, also was gibt's denn noch? Was sollen wir denn, was gibt's noch Besseres? Also es ist wirklich unbeschreiblich schön. Doch, wer hier noch nie mit seinem Motorrad gewesen ist, der hat definitiv was verpasst. In diesem Video zeige ich dir die schönsten Orte, Alter, die geilsten Strecken und die wildesten Geschichten, die unterwegs so anfangen. Viel Spaß! So. Guten Morgen hier in Malaussenn. Es ist 7 Uhr morgens. Und ja, heute geht es erstmal zum Mont Ventoux und später zur Verdon-Schlucht. Heute machen wir eine schöne Abendrunde da. Also, das wird geil heute. Oh, so fängt der Tag da schon mal gut an. Jetzt 22 Grad durch die Provence. Ja. Wir haben es gut. Herrlich zu fahren hier. Also, und das ist auch wieder keine besondere Straße. Einfach irgendwo rumeiern. Ja, das geht. Wir sind jetzt hier auf 870 Meter. Wir sind gar nicht so hoch. Aber das... Ja, das andere ist einfach so tief. Das erinnert so ein bisschen an die Schwarzwald-Hochstraße. B500, nur ohne Blitzer. Geht aber auch steil hoch hier. Ja. 1,5 haben wir jetzt 15 Grad. Also pro 100 Höhenmeter 1 Grad Temperaturunterschied, das kommt hin, ja. Das passt. Wow. Wahnsinn. Hier läuft dir kalt den Rücken runter, ehrlich. Hammer. Man hat ja so eine große Höhendifferenz. Das ist ja fast, ja, 1500 Meter Unterschied. Ne? Das sieht noch mal viel gewaltiger aus. Und auch charakteristisch wieder dieser helle Stein hier, so helles Braun. Auch wieder anders. Boah, das ist ein Bild. Also so einen Rundumblick, den hast du sehr, sehr selten. Jetzt stehen wir hier oben am Mont Ventoux und da hinten kann man auch schon das Weserbergland sehen. Da ganz hinten, aber erstmal die Alpen, unendliche Weiten. Wahnsinn. Wir sind hier oben auf dem Mont Ventoux. Das ist wirklich schon fast eine einzigartige Aussicht. Ne? Die lässt einen schon richtig sentimental werden. Wenn ich so überlege, vor 3 Jahren habe ich mir eine alte Z1000 gekauft, um zu gucken, ob das mit dem Motorradfahren überhaupt wieder ins Rollen kommt. Ne? Und 3 Jahre später stehe ich jetzt hier oben am Mont Ventoux und plane 5000 Kilometer Touren. Unterwegs und
dank Körmi und Wolfram ist das Thema Motorrad wieder so in mir gewachsen. Und irgendwie ist auch dann dieser YouTube-Kanal gewachsen. Und das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Und Motorradfahren, ja, ich brenne einfach dafür. Aber jetzt fahren wir besser mal weiter, gell? So, jetzt fahren wir auf der anderen Seite wieder runter. Weiter Richtung Südosten. Verdonschlucht. Ja. So, wir fahren jetzt hier keine besondere Wegstrecke oder so. Einfach nur, um ans Ziel zu kommen, sage ich mal. Die Verdonschlucht. Aber selbst wenn du hier irgendwo im Nirgendwo unterwegs bist, macht das Fahren hier schon mega Laune. Du fährst hier durch Lavendelfelder. Aha. Lavendel. Oh, so riecht meine Bettwäsche. Na, guck mal, ist ja auch schon kurvig hier. Hat auch schon Spaß. Weil man dümpelt hier ja nicht irgendwo rum. Man ist ja auch auf 900, 1000 Meter in der Höhe. Also, ja, für deutsche Verhältnisse ist das Schwarzwald hier. Kommt auch immer mal eine Kehre, egal wo du hier bist. Jetzt kommen wir hier über die berühmte Brücke. Oh. Hallo? Steffinger heißt das. So. Rechts ist der See. Und links die Schlucht. Ich werde ja mal gefragt, ob wir im Urlaub wirklich den ganzen Tag nur Motorrad fahren. Nee, heute gehen wir auch mal 2 Stunden an den Strand hier. So, wir sind jetzt hier in der Unterkunft bei der Verdonschlucht. Und ja, jetzt haben wir genug rumgeschimmelt hier am Strand. Jetzt machen wir noch eine Abendrunde hier. Oder? Heute waren wir ein bisschen Seelenhygiene, haben ein bisschen gechillt, unten am Teich. War ganz nett, ein bisschen gepufft in der Sonne. Herrlich, herrlich. Aber jetzt wird es Zeit zum Moped fahren. Ich gehe jetzt in der Abendrunde in und um die Verdonschlucht. Alarm! Sieht sauber aus. Boah! Was ist denn hier los? Hammer! So, jetzt habe ich eben gerade versucht, hier die Drohne zu starten. Wollte hier wunderschöne Aufnahmen machen. Aber es ist zu windig. Die Drohne kam nicht klar. Es ist hier so windig gerade, dass es mir die Drohne fast weggeschmissen hat. Deswegen suchen wir noch eine andere Stelle. Bis gleich. Und wie hoch ist das hier? Alter. Das geht ja auch senkrecht runter, ne? Leck mich am Arsch. Eben konnte ich die Drohne nicht starten, weil es zu windig war. Und hier fliegen Adler rum. Ein ganzes Dutzend. Und windig ist es ja auch. Also hier kann ich auch nicht die Drohne starten. Und Scheiß. Boah, Junge, guck dich das mal an hier. Vom Runtergucken läuft es mir schon kalt den Rücken runter. Boah, ist das hoch. Junge, Junge, Junge. Also, das ist echt heftig. Wir fahren jetzt hier weiter die Route Krett und suchen immer noch einen passenden Platz für die Drohne. Bis jetzt haben wir es zweimal versucht oder zweimal versuchen wollen. Bis jetzt klappt es nicht. Aber irgendwie muss man hier doch die Drohne einmal hochkriegen. Es ist heute hier mega windig. Und da waren überall solche Greifvögel, sag ich mal. Die wollen meine Drohne wahrscheinlich auch nicht in ihrem Revier haben. Ah, wir probieren es. Also das Licht wäre jetzt gleich perfekt. Und wir kommen immer höher und höher, sind jetzt schon auf 1300 Meter knapp. Und hier sind immer noch Kehren und es geht immer noch weiter hoch. Boah, ist das hoch. Leck mich doch am Arsch. Aber hier sind wir ein bisschen windgeschützt, glaube ich, von dem Berg da. Wir müssen... Können wir in der Kehre da anhalten? Thank you.
Also diese Mauer hier, das ist, ja, weiß ich, hält jetzt auch keinen vom freien Fall ab. Boah, guck dich das an hier. Filmkulisse. Die Route du Crête oder de Crête haben wir jetzt hinter uns gelassen. Wir fahren jetzt auf der Nordseite der Verdon-Schlucht fahren wir jetzt weiter Richtung Osten und umqueren quasi die Verdon-Schlucht einmal komplett. Es ist gigantisch. Wahnsinn. Zum Fahren hier ist das auch nicht die schlechteste Gegend. Ne? Wir sind jetzt hier einmal um die Verdon-Schlucht rumgefahren, einmal Route du Crête und einmal nördlich und südlich und was nicht alles. Also eigentlich können wir mit dem Hobby Motorradfahren einpacken. Das ist es jetzt gewesen. Also, was gibt's denn noch? Was gibt's noch Besseres? Also, es ist wirklich unbeschreiblich schön. Also, auch bei dem Licht hier, es ist unfassbar. Das kann man gar nicht beschreiben. Also, sowas muss jeder Motorradfahrer mal erlebt haben. Also, in Europa wüsste ich jetzt nichts, was das hier toppen kann. Es ist geisteskrank schön. When we wake, hear the birds and see the sun. Side by side, our fears are done. All the good times just begun. Oh, we know what we have, let's hold on tight. Found what we're looking for in life. Was für eine Gegend einfach. Call us crazy, but things are finally right. With you and I, the future is bright. Du fühlst dich hier oben wie auf dem Dach der Welt. Krass. Boah, also das ist die goldene Stunde vom Allerfall. Du kannst ja an jeder Ecke anhalten, ne? Und irgendwas bestaunen. Du kannst dich hier nicht satt sehen. Warte, ist das da hinten? Da ist doch eine Kehre. Da fahren wir mal hin. Nach so einem Tag ist der Kopf voll mit Eindrücken und man müsste eigentlich mal einen Pausentag einlegen. Doch der Reiz nach weiteren Highlights ist einfach zu groß und wir fahren schließlich weiter. Aber wie geht es weiter? Was würde wohl im Reiseprospekt stehen? In der nächsten Folge wird es dann bunt. Türkisfarbene Stauseen, rote Felsen und Schluchten, grün überzogene Landschaften, graue Felsen sowie bunte Bekanntschaften. Also, wenn du es nicht verpassen möchtest, dann lass mir ein Abo da und die Routendatei kannst du auch wieder von mir bekommen.
Also exakt so, wie wir gefahren sind. Dann weißt du natürlich auch schon, wie der weitere Tourenverlauf ist, aber schau mal in die Videobeschreibung. Tschüss, bis bald.